Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, mit dem kleinen Parson Russell Benny meint es das Schicksal nicht gut. 2019 kam Benny als kleiner Hund mit vielen Leidensgenossen aus einer schlechten Haltung in die Arche Noah. Mithilfe unserer Serie Tiere suchen Menschen konnten alle gut vermittelt werden. Nun trifft das Schicksal den kleinen Benny sehr hart, denn das Kind in seiner Familie bekam eine Allergie. Benny musste deshalb zurück ins Tierheim. 2 Jahre hatte er in seinem Hunde-Mensch-Rudel gelebt, nun ist für ihn die Welt plötzlich ganz anders. Menschen gegenüber ist Benny sehr aufgeschlossen. Er lässt sich gerne auf ein Spielchen ein und genießt die Aufmerksamkeit von Tierpfleger Mike Timmler. Benny soll so schnell wie möglich wieder Menschenfreunde finden, die ihm Sicherheit und ein Rudelgefühl geben. Er ist ein guter Familienhund, denn dafür hat er alle Eigenschaften. Der Kleine kommt gut mit Kindern klar und bleibt auch ohne weiteres für eine Zeit allein zu Hause. Er hat für Kinder die richtige Größe und den richtigen Schwung. Mit Sicherheit bringt er viel Freude in eine Familie. Die Kinder lernen, Verantwortung für ein Lebewesen zu tragen und Aufgaben zu übernehmen. Allerdings ist es für Benny egal, in welche Konstellation von Familie er kommt. Hauptsache, er hat wieder Bezugspersonen, die immer für ihn da sind. Mit Katzen hat Benny keine Probleme, nur bei seinen Artgenossen ist er etwas wählerisch, da mag er nicht alle. Das kann aber damit zusammenhängen, dass er mit vielen von ihnen am Anfang seines Lebens in einer Scheune gehalten wurde. Das hat sicher Spuren hinterlassen.